Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, wir machen hier in diesem Video, Reaction-Video, auf eure Videos von eure Videos vernünftig. Ja, los geht's! Videos. Hallo, liebe Freunde der Sonne. So. Dies ist Folge 56 und es ist wahrscheinlich die ramontischste, die ich bisher hatte. Wahrscheinlich auch die einzige. Hirsche! Freunde, das ist gefährlich, wenn da die Hirsche kommen. Ich hoffe, ihr wisst, was man dann macht. Schreibt mal in die Kommentare. Bin mal gespannt, was ihr sagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieht man das? Brudi, das ist eine ganze Bande Hirsche. 7, 8, 9. Alter. Die Wahrscheinlichkeit, dass da noch ein paar hinterherkommen, ist übrigens richtig hoch. Crazy. Schüttel. Das ist immer Psycho. So überholt nie so. Das ist für alle Käse. Für den, der von vorne kommt und für euch auch. Seht ihr schon, wie der Bruder qualmt. Das ist Hashtag Partikelfilter. Ja, zu. Schatz, ich muss pinkeln. Ich muss pinkeln. Schatz, ich muss pinkeln. Schatz, ich muss pinkeln. Er übertreibt voll. Okay, wenn ich vorspule in so einem Video, die gehen jetzt hier 100 mal pinkeln, also das die... Ich mach mal weiter. So einen Hund habe ich auch! Ist so! Wotzi am Fenster. Ach schön. Es gibt ja genug Leute, die Mopedfahrer nun mal gar nicht leiden können, aber das hier ist dann doch ein bisschen übertrieben. Er ist Gangster oder was? Ihr müsst mal wieder ganz stark sein, denn es ist weit weg. Der Schwatte zieht dem Weißen vor die Nase. Und das Video wäre nicht eingeschickt worden, wenn er natürlich nicht wieder den... Oh, der andere rechts sieht. Das ist immer so ein Ego-Problem, Leute. Der eine schneidet den anderen, der schneidet zurück. Nein, er hat gesagt, sie hat gesagt, was soll ich sagen? Auch ausbremsen würde. Oh, Leute... Hat er recht. LKW dürfen auf solchen Land- und Bundesstraßen nur 60 fahren. Kevin, man hört übrigens immer so ein Dumm, Dumm, wenn du deinen Ellbogen... Also es ist so ein Godzilla-Dumm, weißt du? So. Er ist lebensmüde. Der LKW-Fahrer ist klar. Aber die Mucke im Hintergrund bockt. Linie gesehen? Linie gesehen? Brennen, dann ist es schon weitergezogen. Also, komisch. Und er meinte auch, die Bäume, die erholen sich da ziemlich schnell davon wieder. Weil das ist ja, die Asche ist Dünger und so. Ich weiß es nicht, bin kein Biologe. Aber klingt schon mal nicht so, ich auch nicht so schlecht. Aber vielleicht sollte ich das mal den Tieren erzählen, die da rumlaufen. Aber ich kann in dem Video vorspulen, ne? In der Tat. Offen oder rumgelaufen haben. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht schön. Abgefackelt dann, boah. Dieses blaue... Jetzt kommt hier Werbung. Also diese blaue Kontrollleuchte, ne? Ist auch eine Frage in der Prüfung. Was ist das für eine blaue Kontrollleuchte? Wer weiß es? Richtig, Fernlicht. Also das, was der da gemacht hat, ist die Lichthupe, ne? Der piep, 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 zieht die Lichthupe, der will überholen. Ja, geht scheinbar nicht ganz so gut, ne? Warum links? Warum links zum Geier nochmal? Das ist auch so ein Ding, also ich werde wirklich nicht oft aggressiv, ich bin auch buddhistisch veranlagt, ne? Aber wenn Leute einfach auf der Autobahn links fahren, ohne Grund, da könnte ich mir direkt Glatze rasieren und gelben Mantel anziehen. Ja, irgendwann... Im
Nein, das kann ich auch nicht machen. Dann wird er auf einmal in dem weißen Auto wach, zieht rechts rüber und dann sind alle kaputt. Bei 170. Keiner hat's gesehen. Clemens weiß nicht genau, wo er herkommt und wo er hin will. Also er hat sich verfranst und er denkt sich, ich fahre ja mal nach rechts. Für diese komische rumhampelnde Olle hier, da hat er keinen Kopf. Die scheint nämlich größere Probleme zu haben und ist eh schon am Verblassen. Und Clemens biegt ab und merkt, er ist verloren. Scheiße. Er hat sich voll verzockt. Jo, er merkt, hat keinen Zweck mehr, stellt sich an die Seite und muss erstmal jetzt gucken, wo er hin muss und wo er ist und so weiter. Und während er da so steht, erschreckt er sich, weil plötzlich diese Eule von eben neben ihm steht. Was willst du? Ja, eine richtig gute Ecke dabei, Clemens. Richtig gut. Oh Mann. Dieses Video ist für Kinder nicht geeignet. Was wolltest du machen? Beides? Ich will nur fahren. Ich will gar nicht, ich will nur fahren. Alles gut. Ich habe mich verfahren. Entschuldigung. Was hier da? Clemens. Dein Leben. Nein, ich bin nur falsch ab. Ist von nun an nicht. Da biegt man einmal falsch ab und zack, ist es passiert. Nicht mehr das Gleiche. Sein Weltbild ist total zerstört. Oh mein Gott! Ja, kann passieren, kann passieren. Das kann doch nicht wahr sein, so eine. Was hat er denn? Nicht gut. Das ist mal Konkurrenz auf allerhöchstem Niveau. Wer ist er denn hier, Alter? Und dann soll ich den Fahrschülern beibringen, auf solche Sachen zu reagieren. Das kannst du auch keinem erklären. Also. Mach. Ja, genau. Wun. Hier brauche ich nichts erzählen, das machen die anderen beiden. Was ist mit ihm hier? Das ist auch so geil, ne? Wie Fahrradfahrer immer so eine Mission haben, dass sie so schön mitten auf der Straße. Ja, Boah. Warte, lassen. Weiß ich auch nicht. Was würdet ihr machen, wenn euch sowas in der Prüfung passiert? Hä? Er fährt zu langsam, dass er seine Spur halten kann. Oder er ist voll besoffen. Zehn Stunden später. Er ist einfach zu alt. Oh, jetzt quer noch Fußgänger ein. Abbiegen auf Opfiner Straße. Ja, jetzt geht nicht. Das ist auch so geil, wenn die Beifahrer ein bisschen pushen. Ne? Jetzt überhol ihn doch, zieh doch durch. Komm schon, traust dich nicht? Ihr gehört, buddhistisches Signal. Einatmen, ausatmen. Ey, was ist mit dir, Opa? Mal die Glasbaustelle hier vor der Nase. Fährt er jetzt über Rot? Ja klar fährt er über Rot. Maschine, Essen, Bratan ist Maschine. Der Alte ist lebensgefährlich. Oh Mann! Lebensgefährlich ist der. Ja, der hat aber Glück gehabt. Ey, der ist sowas. Du musst den Steht hier und ich bin Fahrlehrer da, und sowas siehst du dann halt jeden Tag und dann sitzen die Fahrschüler vor dir und sagen, ja, was soll schon passieren? Das kann ich dir sagen, was da passiert. Du semmelst einfach alles um. Anrufen, und sowas muss von der Straße runter. Naja. Mein Herz, ich hab Puls, ich hab richtig Puls, ich bin schon nass geschützt hier. Ja, oder jetzt schon bei Gegenverkehr. Und um die durchgezogene Linie.
Also wenn die Videos so weitergehen, da können wir nicht viele Reaction-Videos anmachen. Das ist zu heftig. Ich komme noch immer nicht auf dieses Fahrrad klar. Nee. Ich finde es nach wie vor geil, aber wenn ich mir vorstelle, guckt euch den LKW da hinten an. Der sitzt auf 2 Meter Höhe. Da fährst du so drüber über so ein Ding und dann merkst du es nicht mal. Puh, gruselig, gruselig. Ich hätte so viel Angst. Ach boah, jetzt sehe ich das erstmal. Der fährt mit diesen kleinen Mini-Drecks-Fahrrädern da, was auch immer das ist. Ich sehe das immer auf der Straße und denke mir, wer ist so Psycho und setzt sich in so ein Ding? Die Wahrscheinlichkeit, dass ein LKW nicht drüber fährt, ist sehr gering. Du musst das Ding mal sehen, Kevin. Das Ding ist so hoch auf der Straße. Keiner sieht den. Die fahren da alle drüber. Ah. Hochinteressant ist das Video jetzt nicht, aber ich finde diese Perspektive hochinteressant, wie tief der da sitzt. Guck mal, auf Höhe der Kennzeichen und so. Psycho, überleg mal, du sitzt im Auto, machst die Tür auf, bam, auf einmal steckt das im Fahrrad drin. Das ist mal eine ganz andere Welt, so zu durch die Gegend zu fahren, oder? Ich find's toll. Ich kann da gar nicht hingucken. So musst du mal beim Borsigplatz fahren, hast du, dann läuft's. Leute, 56 Folgen und hier ist der allerbeste Clip von allen. Jetzt rechts. Da bin ich gespannt. Abfahren und danach links abbiegen in Richtung Posthause. Kann man machen, muss man nicht. Tja, man muss ja auch links Stoff geben. Schatz! Oh! Ich habe gar keinen Bock jetzt auf Play zu klicken. Komm, 3, 2, 1. Scheiße. Kurva de Pfosten weggeballert, ne? Das darf aber nicht wahr sein mit dir. Ja, das ist so ein Ding halt, ne? Ja. Ah, das ist so schön. Ach, aber auch nur so lange, bis ich an den LKW-Fahrer denke, denn dem sein LKW wird eine automatische Vollbremsung hingelegt haben. Vom Feinsten. Wenn der seinen Kaffee da stehen hatte, ist der jetzt alle. Scheiße. Das darf er wohl nicht fahren. Warte, so, Dobrze. Dobrze. Danke für eure Videos, für eure Videos. Yes! Das war unser erstes Reaction-Video. Also jetzt brauche ich erstmal eine Apfelschorle hier oder so. Was da los ist auf der Straße? Ich komme nicht klar. Schreibt in die Kommentare, ob ihr gerne noch mehr so Reaction-Videos sehen wollt. Ich mag den Kanal. Es ist ein guter Kanal. Ich kann da auch einige Elemente immer wieder im Theorieunterricht benutzen. Es ist heftig. Ja. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Pscha. For the long run now, red Corvette and my drop top down, calling up my digits in my Motorola, and I'm speeding like I robbed someone.